Meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und im heutigen Video wird es meine Tops und Flops aus den letzten Wochen geben, meine Monats-/ auch Sommerfavoriten aus den letzten Wochen. Deshalb, wenn ihr Bock habt auf dieses Video, bleibt super gern dabei. Und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert mich gern hier unten, das ist für euch kostenlos und ihr tut mich damit ganz lieb unterstützen, denn wir stehen knapp vor den 6.000 Abonnenten auf meinem Kanal. Da würde ich mich mega drüber freuen, denn wenn wir die 6.000 geknackt haben, will es natürlich auch wieder auf meinem Kanal eine große Verlosung geben. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Unterstützt mich da sehr gern, falls ihr noch nicht getan haben solltet. Und ja, jetzt geht es natürlich auch direkt zu meinen Favoriten. Heute wird es meine Favoriten zu sehen geben. Das bedeutet, das sind einige Produkte aus der Drogerie. Das ist schon sehr drogerielastig heute, das Video. Und ich war ja das letzte Mal im Juni, glaube ich, beim DM. Wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen zum DM fahren und auch zum Rossmann. Da war ich auch schon super lange nicht mehr. Ihr könnt mir deshalb mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben, welche Produkte ich unbedingt mitnehmen muss, die gerade neu sind in der Drogerie, die ich für euch austesten soll. Das könnt ihr mir sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, denn ihr werdet jetzt sehen, das ist ziemlich viel aus dem Bereich der Drogerie gerade auch, was den Pflegebereich angeht, aber natürlich auch ein paar High-End-Produkte. Ja, starten würde ich da gerne mit den Produkten aus dem Bereich Pflege, Körperpflege vor allen Dingen, denn da habe ich einen Flop und ein Top-Produkt. Und zwar ist das beides von Isana. Es handelt sich um Peeling. Ich fange an mit dem Top-Produkt. Das ist dieses hier. Das ist das Zuckeröl-Peeling von Isana. Du bist zuckersüß mit Macadamiaöl und Orchideenduft. Toller Duft, wirklich eine super Reinigung, ein super Peeling-Effekt. Das ist dieses ganz klassische Zuckeröl-Peeling. Gibt es auch sonst von anderen Herstellern als Salzvariante. Mag ich am liebsten, habe ich ordentlich vom Urlaub benutzt, um ja quasi toten Hautschüppchen abzurubbeln, wobei ich muss sagen, dass ich jetzt komplett am Pellen bin. Ich kann machen, was ich will, es passiert mir jedes Jahr, aber das ist auf jeden Fall eine super Vorbereitung oder aber auch so allgemein. Ich peele mich ja auch sonst sehr gerne. Auf jeden Fall ein Top-Produkt aus den letzten Wochen, war ein liebes Geburtstagsgeschenk, hatte ich mich sehr darüber gefreut und ich liebe es im Moment. Welches Produkt ich nicht ganz so toll finde, weil es einfach nicht den gleichen Effekt gibt, ist von Isana das Soft Skin Cream Öl Peeling mit Avocadoöl. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit der Konsistenz nicht so zurechtkomme. Es ist halt um einiges cremiger als ein normales Peeling. Es sind zwar Schleifpartikelchen drin, aber das gibt mir nicht den gleichen Peeling-Effekt wie jetzt ein Zuckeröl oder aber auch ein Salzpeeling. Deswegen ist es für mich echt ein Flop-Produkt. Ich mag es im Moment gar nicht gern nutzen. Hat für mich einfach nur so einen cremigen Effekt. Also die Peeling, der Peeling-Effekt ist mir da einfach viel zu wenig. Deshalb habe ich es jetzt einfach mal unter meine Tops geschoben. Ich werde es irgendwie versuchen aufzubrauchen. Vielleicht gebe ich es auch weiter, aber es ist für mich auf keinen Fall ein Peeling-Produkt, was ich nochmal neu kaufen würde. Was ich hingegen immer wieder neu kaufen würde, ist ein Produkt von Balea. Es kommen jetzt zwei Sachen im Bereich Body Lotion, kann ich euch sehr empfehlen, gerade auch, wenn man viel in der Sonne war und die Haut sehr trocken ist, aber auch, wenn man vielleicht ein bisschen zu viel Sonne abbekommen hat oder aber auch ganz einfach so, um die Hautfeuchtigkeit zurückzugeben. Von Balea, das Aloe Vera Body Gel, mag ich total gerne, habe ich im Urlaub dabei gehabt, benutze ich jetzt aktuell immer noch sehr gerne, hat so einen richtig schönen frischen Kick, gerade auch, wenn es vielleicht im Kühlschrank aufbewahrt. Super, super Produkt aus Drogerie von Balea, also DM, kann ich sehr empfehlen, absolutes Top-Produkt aus den letzten Wochen, genau wie dieses Produkt, wobei ich da auch einen kleinen Störfaktor habe, den sage ich euch gleich auch. Das hatte ich ja quasi mitgenommen, weil ich von Alverde dieses Bio, ich weiß nicht, ob es bei euch das noch gibt, bei uns gab es das nämlich nicht mehr. Es gibt noch eine andere Body Lotion von denen, so eine Öl Body Lotion, da ist Bio Jasmin mit drin. Ich glaube Bio Sesam, Bio Jasmin, die habe ich so gerne benutzt, die gibt es aber bei unserem DM nicht mehr. Da habe ich als Alternative mir die Bio Mandel, Bio Scheerbutter, das Soft Öl Balsam mitgenommen, das hatte ich im Urlaub dabei, benutze ich total gerne. Das macht eine so schöne, softe Haut und ihr habt halt so einen leichten Öleffekt, würde ich nicht sagen, aber ihr habt auf jeden Fall ein sehr, sehr geschmeidiges Hautgefühl danach. Einziger großer Knackpunkt ist, das ist ein Balsam und es ist ziemlich dickflüssig. Ich bekomme das von da oben gar nicht raus. Ich mache meistens den Verschluss auf und drücke mir das dann so aus der Tube. Ich habe das schon gut benutzt. Also es ist ein sehr, sehr gutes, ein sehr reichhaltiges Produkt, wenn ihr sehr trockene Beine und Arme, perfekt. Allerdings ist die Handhabung ein bisschen schwierig, aber wenn ihr es so wie ich aufmacht, dann könnt ihr das super gut benutzen und ja, mag ich mega, mega gerne. Absolutes Top-Produkt aus dem Bereich der Körperpflege, meine Lieben. Dann habe ich natürlich auch was im Bereich Haare. Da habe ich ein Top- und ein Flop-Produkt. Ja, meine Haare sind im Moment schwierig. Ich habe euch ja im letzten Video ein bisschen was dazu gesagt. Meine Haare sind ziemlich, ja,
ich sag mal so, wie es ist, am Arsch. Also es ist wirklich total kaputt, meine Haare. Deswegen mache ich nicht viel mit denen. Gerade heute, wenn es so warm ist, dann sind die auch wirklich bei mir im Dutt. Oder ich binde sie mir so zusammen. Ich versuche, die nicht so zu strapazieren. Und ein Produkt, was auch eine Empfehlung von meiner lieben Freundin war, und das haben auch viele von euch in Benutzung, ist das Balea Professional Tiefenreinigungsshampoo. Und das finde ich richtig, richtig gut. Das ist schon meine zweite Flasche. Ich war zwischendurch, ich weiß gar nicht, was war auch kurz vorm Urlaub, hatte mir nochmal ein Backup mitgenommen und das ist jetzt auch schon die letzte Flasche, die ich von denen habe. Das werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Pflegeformel mit Keratin und Menthol macht ein richtig schönes Reinigungsgefühl bei den Haaren und kann man auch täglich benutzen. Mag ich mega gerne, absolutes Top-Produkt. Was als Flop für mich jetzt in die Kategorie geht, ist der Hitzeschutz von Balea. Das liegt aber nicht an dem Produkt selber, sondern es liegt einfach an dem Flaschenaufsatz. Ich wollte es euch nur als Flop-Produkt heute hier zeigen, falls ihr euch das auch irgendwie holen wollt in der kleinen Flasche. Ich habe da echt irgendwie Pech mit gehabt, denn der Sprühkopf ist absolut Katastrophe. Der Sprühfilm kommt da so klatschig raus. Ich werde es umfüllen. Ich habe es im Urlaub dabei gehabt, habe es natürlich auch abends immer benutzt und ja, werde ich auf jeden Fall umfüllen, weil so ist es für mich absolut nicht nutzbar. Das kommt da so richtig klatschig raus. Ich finde auch, dass das nicht mehr so einen schönen Effekt hat wie vorher. Ich bleibe da bei meinem Langhaarmädchen. Hitzeschutz, das mag ich einfach lieber, oder aber auch das von Got2b mag ich lieber. Für mich Flop-Produkt, würde ich mir auf keinen Fall nochmal nachkaufen. Entweder haben die da irgendwie was dran geändert oder ja, auf jeden Fall gefällt mir das gar nicht mehr. Dann würde ich gerne weitermachen, damit dieses Video nicht zu lange wird, mit dem Bereich quasi Parfüms oder auch Düfte. Ein Produkt ist hier ein Deo, was ich euch gerne zeigen wollte. Das hatte ich auch beim letzten DM-Haul mitgenommen. Wenn ihr auf der Suche seid nach einem günstigen, aber trotzdem Deo-Roller, der einen schönen Frische-Effekt hat, da kann ich euch den von Balea sehr empfehlen. Den habe ich jetzt auch das erste Mal mitgenommen. Bin eigentlich nicht so ein Deo-Roller-Fan, muss ich dazu sagen. Aber das fand ich wirklich gut. Das ist ein Deodorant, Soft Flower heißt das, ohne Aluminium. Das ist halt so ein richtig schöner, das riecht so ein bisschen nach Blumen und nach Blüten. Sehr, sehr frisch und angenehm, vor allen Dingen abends so nach dem Duschen auftragen, hat man ein richtig schönes, reines Gefühl und ja, ist jetzt kein Produkt, was ich alleine nutze, aber auf jeden Fall ein Produkt, was ich im Moment super gerne nutze, genau wie diese drei Düfte. Eins davon hatte ich im Urlaub mit dabei. Ich liebe diesen Duft einfach. Ihr werdet es kennen, das ist seit Jahren mein Sommer-Favorite. Ich benutze das immer zwischendurch, wenn ich mal rausgehe, einfach zum Übersprühen. Ist ein mega toller Duft. Das ist das Brazilian Crush Body Fragrance Mist, quasi von der Bum Bum Cream, das Body Spray. Es riecht einfach einmalig. Ihr kennt den Duft ja alle wahrscheinlich. Liebe ich, würde ich gerne versuchen aufzubrauchen, aber das ist so eine große Flasche, 240 ml. Schaffe ich leider nicht. Habe ich im Urlaub, wie gesagt, auch tagsüber gern benutzt. Benutze ich aktuell sehr gerne. Ist echt nur ein Duft, den ich im Sommer benutze. Deswegen ist es auf jeden Fall ein großer Sommerfavorit von mir. Genau wie dieses Parfüm. Das ist jetzt, ich würde es in die Richtung High-End-Kategorie tun. Es ist kein Drogerie-Parfüm, wobei ihr es auch im Rossmann und auch im Müller bekommt. Und zwar von Chloé, der ganz normale Signature-Duft. Da gibt es ja ganz verschiedene Richtungen von. Trage ich im Moment rauf und runter. Ich liebe den Duft. Ich finde, dass der von Larive wirklich dem super nahe kommt. Das ist wirklich ein richtiges 1:1 Dupe. Allerdings ist da natürlich trotzdem die Duftnote ein klein Ticken anders und das hält einfach so lange. Wenn ich mir das tagsüber aufsprühe, rieche es am nächsten Tag noch in meinen Haaren, in meinen Klamotten und ja, absolute Sommerparfüm-Empfehlung von mir. Liebe ich mega im Moment und ja, ist eine Dauerbenutzung. Was ich aber alternativ auch super gerne nutzen, auch schon gut benutzt habe, das ist auch ein Duft, den habe ich per Zufall entdeckt, den hatte ich weiß gar nicht mal, angestoppert von Larive, ein Duft, wie gesagt, die Larive-Düfte, das wisst ihr ja von mir, die mag ich gerne, nicht alle von der Haltbarkeit her, aber es gibt wirklich einige, die sehr gut halten und das hält auch sehr gut, das ist das Dupe zum Armani My Way, das ist das Her Choice for Women, habe ich nicht im Rossmann bekommen, habe ich im DM bekommen, bekommt ihr aber auch bei Müller, große Empfehlung, wenn ihr den Duft nicht kennt, ich kenne ihn eigentlich als weiblich, frisch und fruchtig, auf jeden Fall blumig. So ein richtig schöner Sommer-Frühlingsduft für Frauen. Riecht auf jeden Fall schön blumig und das mag ich im Moment auch sehr gerne. Auf jeden Fall meine Top-Düfte im Moment, die ich super gerne nutze. Dann würde ich gerne weitermachen mit dem Bereich Sonnenschutz und da habe ich auch ein paar Flops, die ich euch gerne zeigen möchte. Aber vorab natürlich erstmal die Tops im Bereich vor allen Dingen des Gesichtssonnenschutzes. Habe ich auch heute wieder drauf, wobei ich habe heute nicht viel drauf. Das, was ich drauf habe, werdet ihr gleich sehen. Das ist so das, was ich im Moment an Schminke aufs Gesicht tue, weil es einfach sonst zu warm ist. Einmal ein Produkt aus der Drogerie, das ist von Garnier, das Sensitive Face Visage. Das ist das 50 Plus, das ist dieses Gel. Ich mag es nicht so gerne, wie das, was in so einer Flasche ist, aber es ist dann noch ein super
effektiver, ja, für mich auch schnell einziehender Sonnenschutz fürs Gesicht. Mag ich total gerne von Ambroise Soleil Garnier. Wenn ihr da auf der Suche seid nach einem Produkt für den Alltag, ist auch vom Preis okay, finde ich. Und ja, benutze ich super gerne. Dann hatte ich ein Produkt zugeschickt bekommen. Man sieht es nicht mehr richtig. Das habe ich euch aber auch schon öfter gezeigt. Und auch den Deckel habe ich irgendwie verloren. Aber das habe ich im Urlaub jeden Tag benutzt. Und es hat meiner Haut einfach wirklich einen optimalen Schutz gegeben. Das ist von Skin Nature der Sonnenschutz FPS 50. Viele werden ihn vielleicht auch kennen, weil viele andere Mädels ihn auch gezeigt haben. Mag ich total gerne. Zieht super schnell ein und gibt wirklich einen tollen, tollen Sonnenschutz. Und auf jeden Fall auch Top-Favorit im Bereich Gesichtssonnenschutz, die beiden Produkte. Was den Körper angeht, habe ich jetzt natürlich auch noch ein paar Sachen. Einmal ein Produkt, zwei Produkte von Rossmann, von der Eigenmarke. Die kann ich euch sehr ans Herz legen. Zum einen, das habe ich auch letztes Jahr schon gehabt. Und zwar, das hatte ich jetzt im Kühlschrank. Das kann ich euch auch als kleinen Tipp geben. Ich weiß nicht mal, woher ich diesen Tipp bekommen habe. Aber wenn ihr Sonnenschutz habt und den auch nächstes Jahr noch nutzen möchtet, dann könnt ihr den im Kühlschrank aufbewahren. Soll wohl ein bisschen den haltbarer machen. Weil ich schmeiße jetzt nicht nach einem Sommer den Sonnenschutz, wenn ich noch was über habe, weg. Den hatte ich jetzt im Kühlschrank stehen schon. Und zwar das Sonnengel Med. Ohne Duftstoffe. Der ist wasserfest für allergische Haut. Mallorca Akne, Sonnenallergie geeignet, zieht total schnell ein. Das ist wirklich ein richtiges, steht zwar Gel drauf, aber es ist eine Creme, die super schnell einzieht. Große Empfehlung für den Körper vor allen Dingen und was ich für die Kids auch im Sommer gerne benutzt, also jetzt im Urlaub gerne benutzt habe, das fand ich auch super, denn das ist vollkommen transparent, wobei das mit diesem Sprühkopf, das müsst ihr halt euch überlegen, ob das was für euch ist, wobei hier halt auch steht ohne Octocrylene und so. Auf jeden Fall ist das Sunnozone Kids Anti-Sand Sonnenspray in der LSF 30 Richtung. Habe ich halt so, wenn die Kinder schon vorgebräunt waren, gerade für den Rücken und für die Arme und für die Brustpartie, wo die Kinder mal so ein bisschen sich anstellen. Super guter Sonnenschutz fürs Gesicht, nehme ich meistens das hier, habe ich das immer genommen, die 50er, aber so für die anderen Körperstellen war das halt so ein bisschen einfacher von der Handhabung. Super schnell eingezogen, hat überhaupt nicht irgendwie klatschig auf der Haut gewirkt. Deswegen sind das auf jeden Fall große Favoriten aus dem Sommer jetzt von uns. Und diese beiden Produkte sind für mich Flop-Produkte, die ich euch heute gerne auch zeigen wollte, weil der ein oder andere sucht vielleicht noch nach Sonnenschutz und will es ausprobieren. Und ja, ich habe es zwar ordentlich im Urlaub benutzt, wie ihr sehen könnt, von Puts Buin 10 Protect 10 Intensifying Sun Oil. Soll auf jeden Fall so ein trockenes, auf jeden Fall sollte das schneller einziehen und das soll halt einen Sonnenschutz von 15 SPF geben, habe ich halt für meine Beine vor allen Dingen und auch für die Arme, hat bei mir irgendwie null Effekt gebracht. Ich habe das Einziehen, dass es gut eingezogen ist auf jeden Fall, aber für mich kein Produkt, was ich weiterempfehlen kann, weil es einfach nicht so dieses Tan-Effekt, also gerade wenn ihr eine intensive Bräune haben möchtet und ihr seid gut vorgebräunt, so wie ich es auch war, ich muss sagen, ich habe das 3 Tage oder 4 Tage benutzt und ich habe keinen Unterschied gesehen. Das sah einfach für mich aus wie nur, als hätte ich mich mit Öl eingeschmiert. Also es hat auf keinen Fall irgendwie eine schöne Bräune gemacht für mich. Und ich fand auch den Geruch jetzt nicht so angenehm, aber das liegt eher an der Produktreihe, die von Puts Buin, die riechen generell so ein bisschen intensiver. Welches Produkt ich auch, ich habe es deswegen auch nicht viel weiter benutzt, ich habe es echt ausprobiert. Bräunungsöl für eine zarte und gepflegte Haut mit strahlendem Ton, für intensive Bräune schnell einziehend. Absolutes Flop-Produkt von der DM. Für mich absolutes Flop. Das riecht super gut, aber es hat von wegen schnell einziehen, das hat auf der Haut ausgesehen. Ich habe so wenig davon benutzt, als hätte ich mich mit Olivenöl eingerieben. Einfach furchtbares Produkt. Wirklich furchtbar von der Handhabung, von der Konsistenz und auch vom Effekt her. Nein, never ever. Werde ich auf jeden Fall jetzt wegtun. Es wird nicht weiter benutzt von mir. Duft war gut auf jeden Fall, aber ich habe jetzt, muss ich sagen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und was Sonnenschutz angeht oder Sonnenöle angeht, habe ich schon so einiges durch. Deswegen auf jeden Fall für mich durchgefallen. Falls ihr es ausprobieren möchtet, könnt ihr es gerne machen. Wenn es jemand von euch liebt, schreibt mich gerne an, dann schicke ich euch das zu. Aber für mich auf jeden Fall ein Produkt, was ich nicht weiter nutzen möchte. Welches Produkt ich aber immer wieder, gerade auch nach dem Urlaub benutze, um die Bräune einfach auch ein bisschen länger zu halten. Das wisst ihr ja von mir. Ich bin ja immer ein bisschen sonnengebräunt und ich schwöre auf dieses Produkt, weil das einfach meine Bräune super verlängert. Ich benutze ja zwischendurch, auch das wisst ihr ja auch, hatte ich euch auch schon ein paar Mal vorgestellt, von Venice die Selbstbräunerprodukte. Das mache ich vor allen Dingen im Winter und im Frühling sehr gerne, wenn wir noch nicht so viel Sonne haben. Aber wenn ich in der Sonne war und einfach auch die Bräune halten möchte, kann ich euch, das ist schon meine zweite Flasche und die ist auch schon fast fertig. Die andere habe ich schon aufgebraucht. Die benutze ich nämlich momentan tagtäglich. Das von Lancaster, der Tan Maximizer. Da steht halt, das ist ein Abriss, es ist halt ein Abrissharnprodukt, was quasi eure Bräune bis zu 30 Tagen verlängern soll.
schwöre ich drauf, da glaube ich auch dran, dass das wirklich so ist. Macht einfach eine intensivere, längere Bräune. Es ist kein Selbstbräunungsprodukt. Es ist eine beruhigende, reparierende, Feuchtigkeitscreme für alle Hauttypen. Und ich habe das Gefühl, dass es einfach so die Bräune ein bisschen besser abspeichert in der Haut. Große Empfehlung, ist nicht sehr günstig, aber ich liebe das Produkt einfach und ich werde es mir auch definitiv nachkaufen, meine Lieben. Das war das, was im Bereich Sonnenschutz war. Dann kommen wir noch ein bisschen zu den Produkten im Bereich Dekorativkosmetik, Make-up-Produkten. Eins davon trage ich auch auf den Lippen. Ich muss sagen, das ist so im Moment mein To-Go. Gerade wenn es so warm ist, auch im Urlaub, muss ich sagen. Ich habe viel zu viel Schminke mitgenommen. Das mache ich jedes Jahr leider. Aber jetzt habe ich mir echt vorgenommen, das mache ich nicht nochmal. Gerade Lidschatten hätte ich mir echt schenken können. Eigentlich ist es so, wenn ihr eure Augenbrauen macht, eure Wimpern macht und Lippenstift trägt, seid ihr schon schön geschminkt und es sieht trotzdem frisch aus und es zerläuft euch nicht. Ihr seht das ja jetzt gerade bei mir und also ich muss sagen, das, was ich auch heute drauf habe, zeige ich euch auch. Das ist nämlich ein Lippenstift, also meine Lippenkombination zeige ich euch heute, die ich mir momentan super gerne trage. Zum einen geht es da um zwei Lippenstifte von MAC. Die eine Farbe trage ich auf den Lippen, habe ich aber nur ganz leicht aufgetragen. Jetzt nicht so intensiv, das ist die Farbe Heroin. Ein richtig schöner lila Ton. Ich liebe diese Farbe. Also müsst ihr wirklich, wenn ihr auf diese Töne steht, euch mal anschauen. Eine richtig, richtig tolle Farbe. Und auch die Farbe P for Potent. Das ist auch ein sehr, der sieht sehr, sehr dunkel aus. Der ist aber auf der Lippe nicht so dunkel. Und ihr könnt ihn auch so ein bisschen, ihr seht ihr, das sieht aus wie so ein dunkleres Pink. Das ist auch, ich glaube, ein Powder Kiss. Genau, ist auch ein Powder Kiss Lipstick. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Matter. Ja, Matte. Auf jeden Fall richtig schöne Farben für den Sommer, wenn ihr ein bisschen gebräunt seid, wenn ihr nicht so viel auftragen möchtet, dann sind das richtig schöne Hingucker-Lippenstiftfarben. Mag ich total gerne. Und was ich auch super gerne mag, ist eine natürlichere Kombination. Und zwar habe ich euch die Produkte von Stieg Glam, die zeige ich euch ja regelmäßig. Ich liebe die einfach. Und da gab es diese Glam 101, nennen die sich. Das sind so Lippenstift-Kombinationen. Ihr habt auf der einen Seite einen Lip-Liner, auf der anderen Seite so einen matten Lipstick. Und ich mag die beiden total gerne. Das ist einmal die Farbe Soft Shine, einmal die Farbe Deep Caramel. Habe ich euch in meinen Stieg Glam Videos schon vorgestellt. Ihr wisst das ja, dass ihr bei Stieg Glam auch mit meinem Code, also die Shein Beauty Marke, 15% bekommt. Ich liebe die Beauty-Produkte von denen und ich liebe einfach die Kombi von diesem Produkt und was ich on top drüber gebe, weil das matte Lipsticks sind, ist der Dior, ich glaube, das sind sich Glow oder so. Das ist der Dior Addict Lip Glow in der Farbe 001 Pink. Das ist eigentlich einfach nur eine durchsichtige Lippenpflege. Aber wenn ich das über diese quasi bräunlichen, nudefarbenen Lipsticks oder Lipliner gebe, macht das so eine richtig schöne nudige Lippe, die allerdings nicht so trocken ist. Und gerade so für den Sommer finde ich das ganz schön, sehr natürlich und mag ich momentan mega, mega gerne. Ansonsten seht ihr, habe ich nur meistens meine Lashes drauf, die trage ich halt super gerne, das wisst ihr ja. Und was ich auch ganz gerne im Moment mag, ist, das seht ihr auch hier, trage ich darunter immer noch einen kleinen schwarzen Eyeliner. In dem Fall habe ich wieder den von Stieg Glam, das ist der ganz klassische, in der Farbe Black, den mag ich sehr gerne. Das ist der, der hier so eine Stiftspitze hat. Einfach, wie gesagt, im Moment bin ich nicht so auf Lidschatten, obwohl ich so viel Lidschatten habe, aber ja, trage ich im Moment aufgrund der Wärme nicht so gerne. Und auch auf dem Gesicht trage ich im Moment nicht so viel gerne. Da muss ich sagen, ist meine liebste Kombi einfach. Das Studio Waterweight Powder Pressed von MAC. Das ist einmal das, hatte ich mal im Outlet gekauft. Medium ist das die Farbe. Das ist so ein zweifarbiges Produkt. Das sieht einmal so aus. Mag ich total gerne einfach zum Abpudern, um einfach die Haut so ein bisschen den Glanz zu nehmen, wobei der kommt bei mir ja automatisch. Dann auch mega toll finde ich diesen Blush, den ich auch sehr gerne im Moment trage, von Rival de Loup. Bright Look Blush, das ist das, was in dieser LE vor kurzem drin war. Mega schönes Blush. Gibt es ein richtig schönes, frisches Hautbild und riecht so ein bisschen. Das hätte jetzt nicht sein gemusst. Auf jeden Fall eine richtig schöne, frische Sommerfarbe. Auf jeden Fall ein absolutes Lieblings-Sommerblush und was ich auch total liebe im Moment oder allgemein, seitdem ich es habe, ist ein Produkt von Charlotte Tilbury und ich muss sagen, mir war es am Anfang echt zu teuer, aber es ist auf jeden Fall jeden Cent wert. Das ist Pillow Talk Multi Glow in der Farbe Dreamlight. Das ist diese Highlighter-Kombi. Ich gehe einfach mit dem Pinsel einmal komplett rein und dann gebe ich mir das entlang meiner Wangen und der Nase und ja, auf jeden Fall eine ganz, ganz große Liebe im Moment. Ich liebe den einfach. Ich finde auch, dass der zu vielen Hauttypen passt, ob man gebräunt ist oder nicht. Der steht, finde ich, fast jedem. Also tolles, tolles
Produkt, was ich jetzt gerade im Sommer echt lieben gelernt habe. Und zu guter Letzt kommt jetzt auch noch ein Flop-Produkt, und zwar ein Produkt von Kiko. Es tut mir so leid, weil ich habe so lange nichts von Kiko gekauft gehabt, und dann war ich ja in Berlin im Kiko-Store und habe mir 3 Produkte gekauft, und von den 3 sind 2 Flops dabei. Deswegen, ich weiß, dass ihr auf die Kiko-Produkte schwört, da sind auch tolle Produkte bei, aber es funktioniert halt echt nicht bei jedem. Und zwar ist das Holiday Fable Hydro Infusion Matte Powder. Das macht einfach, dass die Farbe Honey, die Farbe ist für mich eigentlich super. Ihr seht das ja, ich bin ja nicht ganz so hell. Das ist ein super Farbton für mich. Allerdings macht das so ein, ja, blödes Hautbild bei mir. Damit sehe ich so alt aus. Es setzt sich irgendwie ab auf meiner Haut, obwohl ja Hydro draufsteht. Ich habe es jetzt so oft ausprobiert. Ihr seht, ich habe sogar diese Prägung schon fast runter. Ich werde es jetzt aussortieren, weil es mir einfach nicht gefällt. Es macht bei mir kein schönes Hautbild. Und es soll ja einfach, eigentlich soll ja ein Puder die Haut nicht unbedingt noch verschlechtern. Aber das tut es auf jeden Fall. Absolutes Flop-Produkt wird jetzt aussortiert. Und ja, deswegen wollte ich euch das ganz gerne heute zeigen. Nicht, um das Produkt schlecht zu machen, aber es funktioniert einfach nicht auf meiner Haut. Und deswegen wollte ich euch das gerne auch noch einmal mitgeteilt haben, meine Lieben. Ja, das Video, ich sehe schon, wir sind schon wieder über 20 Minuten. Ich hoffe aber, dass natürlich euch meine Favoriten gefallen haben. Schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare, was dann eure Sommerfavoriten sind. Und wie gesagt, welche Produkte ich in der Drogerie unbedingt mal mitnehmen muss. Darüber würde ich mich sehr freuen. Dann stöber ich auch ein bisschen für euch. Vielleicht nehme ich euch auch ein bisschen mit und mache einen kleinen Live-Haul draus. Und ja, für euch jetzt kleine Info. Ihr seht es nicht, aber dieses Zimmer ist schon relativ leergeräumt, denn ich habe es euch ja in den letzten Videos auch schon gesagt, ich ziehe um, aber nur um gleich, also ich bleibe in diesem Haus wohnen, ja, wir bleiben hier natürlich, ist ja unser eigenes, aber ich ziehe in einen anderen Raum im Haus, der einfach ein bisschen größer ist, wo ich auch meine Fashion-Videos immer drehe. Weil das einfach sonst ein bisschen von der Handhabung so schwierig ist, und mein Sohn geht dann in dieses Zimmer, und da freue ich mich drauf, aber es wartet noch ein bisschen Arbeit auf mich. Deswegen ist das wahrscheinlich das letzte Mal, dass ihr mich mit diesem Hintergrund seht. Beim nächsten Mal dann mit einem, ja, ähnlichen oder aber auch ein bisschen anderen, na, meine Lieben. Ich freue mich, wenn wir uns gesund und munter im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut.